Ich weiß, dass ihr Falchu verfolgen wolltet, aber ihr werdet noch viele Abenteuer beim Verteidigen des Lagers erleben. Meint ihr? Herzlich willkommen zurück in der Vergangenheit bei The Elder Scrolls Online mit mir, dem Ameisenkönig. In der letzten Folge haben wir uns die Rüstung von so einem alten, klapprigen Skelett angezogen und sind jetzt hier in der Vergangenheit gelandet, wo wir ja in die Haut geschlüpft sind von demjenigen, der auch Falchu, dem Meister der Werwölfe hier, das Ding gar ausmacht, aber der König, der Alleiden, hat bemerkt, dass wir nicht derjenige sind, der wir zu sein scheinen. Ich glaube, er meint diese Präsenz oder die fehlende Präsenz unserer Seele. Wir sind ja ein Seelenloser. Und ja, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Falchu zu besiegen. Aber irgendwie wissen wir ja nicht ganz genau, was in der Geschichte passiert ist. Deswegen besteht immer noch die Gefahr, dass wir die Geschichte irgendwie verändern. Weil wir nicht wissen, was jetzt der Typ, den wir spielen hier gerade, das und das dann und dann gesagt hat, ne? Aber nun gut, seid ihr sicher, dass ich nicht mit euch kommen soll? Ich verstehe eure Besorgnis, mein Augenstern, aber Befehle sind Befehle. Wenn einer von uns versagt, könnte diese ganze Schlacht verloren gehen. Doch habt keine Angst. Ich werde sicherstellen, dass Falchu uns nie wieder Sorgen bereiten wird. Und wie werdet ihr ihn aufhalten? Wie? Er ist nur ein Mann, mein Liebling. Ich stecke mein Schwert ein paar Mal in ihn hinein, bis er umfällt. Und dann steche ich nochmal zu. Ich werde ihm nur wieder zurück sein und seinen Kopf vor mir als Trophäe schwenken. Ich kann mir kein schöneres Geschenk vorstellen, um unsere neue Familie zu feiern. Unsere Familie? Später, mein Augenstern. Ich werde euch nach dem Kampf alles erzählen. Ich sollte euch derzeit nicht damit ablenken. Es sind allerdings nur die besten Neuigkeiten, das kann ich euch versprechen. Ich liebe euch, wisst ihr? Nun geht. Ach du Scheiße. Die Olle nippelt hier ab und nimmt noch ihr kleines Kind mit, was sie jetzt... die kleine Brut, die sie jetzt in sich trägt. Die Brut von uns. Wie heißen wir eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Egal. Wir sind der Typ, der Falchu besiegen wird, aber anscheinend ist es so, dass sie Falchu zuerst begegnet und ihn dann... und er sie dann tötet oder so. Kann das sein? Naja, wir hören uns erstmal die Rede an von dem da. Hier werden wir unser letztes Gefecht schlagen. Die Alessianer sind nichts als Gesindel und ihre zahlenmäßige Überlegenheit spielt keine Rolle. Heute werden Falchu und die Alessianer durch unsere Hand ihr Ende finden. Heute feiern wir unseren Sieg. Nicht gerade enthusiastisch, eine Kriegsrede. So, okay, jetzt müssen wir erstmal die alessianischen Schattenspeerinnen aufsuchen und die niedermetzeln. Die dürften sich hier versteckt halten und mit unserer Rüstung, die irgendwie verzaubert ist, vielleicht ist es auch deswegen uns gelungen, mit ihrer Hilfe, in der Zeit zurückzureisen und in die Haut von, na toll, da sind ja noch mehr, von Kriegespriesterin, nein, zu langsam, in die Haut von diesem Typen hier zu gelangen. Alten, die sind ja mal mega heftig drauf hier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, das war ja knapp. Mega knapp. Huiuiuiui. Also ich glaube, ich brauche irgendwie Unterstützung von irgendeinem Spieler, aber irgendwie sehe ich gerade keinen. Doch, dort hinten ist so einer, oder? Schnell. Nee, das sind gar keine Spieler, das sind einfach nur NPCs. Oh nein, jetzt hat er mich entdeckt. Du Sack! Du Sau! Zack! Und niedergemetzelt. Die haben auch nichts anderes verdient. Aber ziemlich hinterhältig, dass diese Schattenspeerinnen sich als nur eine ausgeben, dass es dann aber mehrere sind. Oh Gott. Ob wir das so hinbekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wechsle erstmal in die First-Person-Ansicht. Hi. Ich weiß, ihr seid eh mehrere. Ach, der ist jetzt ein Typ, ne? Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den hier. Jawohl. Erstmal meine Krallen hier wieder aus dem Boden. Nein, erst den hier. Nein, ich bin gleich tot. Nein. Ah. Oh. Na gut, wenigstens bin ich nicht so weit entfernt.
Ach, hier ist auch welche. Hier sind auch welche. Hier in der Krypta oder was? Also mir wird gerade angezeigt, dass auf der, dass hier auch einer dieser Schattentypen sind. Da. Oh, ich glaube, ich bleibe erstmal in dieser Ansicht. Kann sein, dass ich so ein bisschen besser kämpfen kann oder besseren Überblick behalte. Hauptsache, ich blocke im richtigen Moment. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Jawohl. Nein, das kann nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ja, meine Gegenstände werden die ganze Zeit hier beschädigt. Ich bin doch auch noch im. Moment mal. Ein Schritt in die Vergangenheit. Klar, Stufe 10. Ich bin in Stufe 10 und ich schaffe es nicht, diese Typen hier alleine fertig zu machen. Also, wenn das irgendwie so eine. Ach du Heilige. Wow. Wenn das irgendwie so eine Andeutung darauf sein soll, dass ich jetzt Hilfe von anderen Spielern brauche, dann ist das mir kackegal. Beziehungsweise ist das schon echt grausig, weil ich einfach nicht auf andere Leute warten möchte. Da habe ich echt gar keinen Bock. Aber ich kann Drachensprung benutzen, oder? Wenn ich hier genug Abstand bekommen würde. Oh nein, jetzt habe ich eh gar nicht mehr genug Leben. Aber was ist das denn? Oh meine gute Güte. Also wenn mir jetzt irgendwer erzählt, ich wäre schlecht, glaube ich, dann würde ich sagen, ja, in der Tat. Aber das ist auch nicht ganz so wahr, denn irgendwie ist meine, ich sollte mal irgendwie, mein Schockschaden ist schon weg, ich kann, die Waffe ist nicht aufgeladen. Moment, Eisendolch, Werwolfsschlechter, ich glaube, den nehme ich erstmal. Aber eigentlich sollte ich es auch alleine hinbekommen, auch wenn ich schlecht wäre. Was ich nicht glaube, dass ich bin. Aber es sind auch keine anderen Spieler da. Wenn es jetzt darauf ausgelegt ist, dann kann das gar nicht funktionieren, weil keine anderen da sind. Wenn man da mal irgendwie dran denken würde. Ich kümmere mich erstmal um diese Olle hier. Nein, weg. Ach, verdammt. Zu spät. Zu spät. Oh Mann, irgendwie, es geht irgendwie nicht. Ohne Scheiß, ich kann jetzt auch die ganze Folge irgendwie zeigen, wie scheiße das Spiel ist. Nee, ohne Quatsch, das regt mich jetzt gerade ziemlich auf. Also ziemlich unausgewogen an manchen Stellen, muss ich sagen. Das ist echt fies, das ist einfach nur fies. Wenn ich hier alleine nicht weiterkomme. Erstmal hier die Krallen machen. Schnell weg hier, jawohl. Geschafft. Alten, lass das mal hier. Ja, jetzt kommt ein anderer Spieler. Oh, ich bin gerettet. Oh. Also wenn ein anderer Spieler dabei ist, dann geht das ja rucki-zucki. Aber wenn nicht, dann bin ich echt am Anus. Am Popo bin ich dann. Das ist echt ein dickes Minus hier beim Spiel. Dass ich immer darauf angewiesen bin, bei manchen Sachen, dass ich irgendeinen anderen Spieler zur Verfügung habe. Was aber gar nicht immer der Fall sein kann. Kann. Als ob irgendwie so BioWare war, sage ich schon, Bethesda irgendwie so sagt, oh, es gibt mit Sicherheit so viele Leute, die unser Spiel spielen, da gibt es sicher keine einzige Sekunde, wo man alleine spielt. Und was mache ich hier? Ich bin alleine. Ziemlicher Humbug, muss ich sagen. Und weg. Jawohl. Da ist ja noch einer. Was ist das denn jetzt hier? Nein, 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 nein. Oh, eine noch. Eine noch. Oh. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich hier übertreibe oder ob das irgendwie gerechtfertigt ist, was ich hier sage. Denn ich glaube nicht, dass es ungerechtfertigt ist, denn ihr seht ja, ich gebe mein Bestes hier beim Kämpfen. Aber ich kann nicht mehr machen, ich habe nicht noch eine Spezialfähigkeit, die alle niederstreckt, auf einmal die irgendwie Dämonen aus dem Boden aufstehen lassen kann, die alle niedermetzelt und ich weiß nicht ganz genau, vielleicht könnte ich mir einen Trank irgendwie hier auf irgendwo hinlegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Schnellzugriff, doch, Schnellzugriff.
Aber wie kann ich auf den Schnellzugriff zugreifen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Das muss ich jetzt nachgucken. Das ist mir jetzt auch egal, ob ihr das darum meckert. Deswegen. Der weiß ja nicht, wie man auf den Schnellzugriff zugreift. Was ist das denn für ein Mongo? Q muss ich gedrückt halten. Okay. Q und dann Schlückchen des Lebens. Okay, ich probiere es nochmal. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter, Leute. Dann ist alles verloren. Dann ist das Spiel echt kacke und dann wechseln wir sofort zu Oblivion. Nein, das Spiel ist doof. Ich will Oblivion spielen. Ich will aber Oblivion spielen. Oh Mann, geil. Jawohl. Jetzt klappt es komischerweise. Also das Spiel will mich echt verarschen, oder? Wie seht ihr das? Alter, hau doch mal ab, ey. Das ist ja mal echt eine grausige Angelegenheit. Das Hauptquartier von Faulchu. Wir wurden überfallen. Junge. Singelt. Alter, jetzt stirbt er auch noch vor meinem Gesicht, ey. Vor meiner Nase. Unglaublich. Jetzt musste ich zusehen, wie mein eigener Kamerad starb. Kannst du es nicht irgendwo anders machen? Ich reite jetzt mal ganz schnell zu Faulchus Lager. Anscheinend ist dann auch meine Geliebte, wie heißt denn auch, Alana oder so, auch gestorben oder so. Keine Ahnung, mal gucken. So, jetzt gibt's aber richtig auf. Oh nein, weg da. Jawohl, gerade noch geschafft. Aha. Jetzt treffe ich noch nicht mal. Jawohl, doch. Also irgendwie ist das Spiel sehr komisch. So, erstmal zu Faulchu, du kleiner dreckiger Werwolf. Dich krieg ich, dich krieg ich. Ja, die sehen mich nicht gut. Gut, gut. Hey, das sind unsere Leute. Es waren zu viele. Sie haben uns in Stücke gerissen. Ich bringe schlechte Kunde, Hauptmann. Kommandant Parmion ist tot. Was ist geschehen? Kommandant Parmion beschloss, uns zu begleiten. Doch es war eine Falle. Wir hatten damit gerechnet, nur auf Faulchu und seine Offiziere zu stoßen. Aber stattdessen hat gleich ein ganzer Zug auf uns gewartet. Wir konnten sie nicht aufhalten. Der Kommandant hat tapfer gekämpft, aber sie haben ihn niedergemetzelt und Alana verschleppt. Nein, meine Alana! Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Wir gehen davon aus, dass Faulchu jeden... Es waren zu viele! Okay, ich glaube, ich beende dann erstmal hier die Folge, bevor ich hier mitten in der Quest die Folge beenden muss. Ich bin der Ameisenkönig, wir spielen The Elder Scrolls Online. Irgendwie ziemlich unausgewogen hier das Spiel an manchen Stellen, aber einmal einatmen und einmal ausatmen. Wusa. Wie bei Bad Boys 2. Ja. Wir sehen uns dann morgen wieder um 15 Uhr, um Faulchu niederzustrecken. Bis dann. Ciao.